Ja, hallo, hier ist Vegan City, hier ist die Ursel mit einem neuen Kräutervideo. Ich grüße euch sehr herzlich. Ja, heute ist, wie viel haben wir heute eigentlich? Den 12. 12. Den 12.3. Und ich war jetzt länger mit Kräutervideos nicht online, weil wirklich hat stark bei uns gefroren. Also es waren minus 8, minus 9 Grad. Und ja, also da war mit Pflanzen Videos nicht mehr. Allein schon war ja auch dem Kameramann, sage ich jetzt mal, die Hände mit der Kamera. Also es war einfach zu kalt. Und und danach muss ich sagen, manche Sachen waren einfach doch, sage ich jetzt mal, stark angeschlagen. Also ich habe mich gewundert. Selbst die Brennnesseln hatten, sage ich jetzt mal, die Blätter hatten so einen gefrorenen Rand und es war teilweise, lag das doch ganz schön da nieder. Auch die Vogelmiere, meine heißgeliebte Vogelmiere war und der Postelein leider auch, die hat es schon doch tüchtig erfasst. Und so langsam erholt sich das Ganze. Und heute stehe ich bei einer Pflanze, die heißt Bärlauch. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich nur ganz leichte Frostschäden so hin und wieder entdecken können. Und man sieht auch wirklich, die steht hier in Saft und Kraft. Also ich bin hier jetzt, muss ich dazu sagen, in einem Eichenbuchenwald. Ne? Sieht man hier auch an den getrockneten Blättern hier von letztem Jahr. Und hier wächst also wirklich in Massen der Bärlauch. Und heute wollte ich einfach mal sagen, woran man den Bärlauch erkennt. Und ihr seht ja auch schon, wenn mein Kameramann hier gleich nochmal wirklich ganz nah dran geht, dann werde ich hier nochmal die Blätter nochmal entfernen, wie er wächst. Also das hier zum Beispiel ist jetzt Moment, ich mache das nochmal hier ganz offen. So, das ist jetzt zum Beispiel eine Bärlauchpflanze. Wie ihr seht, kommt ein Blatt einzeln hoch. Ne? Also er wächst nicht irgendwie, kommen jetzt nicht irgendwie zwei Blätter hoch oder so, sondern ein Blatt. So, und jetzt zeige ich mal, Moment. Schaut mal. Und von der Innenseite ist das Blatt also ganz hell, ne? Also anders als die Vorderseite. Also das ist schon mal ein Unterscheidungsmerkmal. Und wie gesagt, das mit dem, dass ein einzelnes Blatt halt so rauskommt. Und was natürlich ein enormes Hilfsmittel ist, zu schauen, ist es wirklich Bärlauch, indem man einfach mal so ein Blatt nimmt und dann mal dran riecht. Das ist schon... Wenn man das Blatt abzupft und ein bisschen achtsam ist, dann merkt man einfach schon, wie dieser ganz typische Knoblauch-Bärlauch-Duft hochsteigt. Und wenn ich es dann noch an die Nase halte oder wenn ihr vielleicht ein bisschen verschnupft seid oder so oder nicht so gut riechen könnt, keine Ahnung. Also ich finde, mit der Rohkost wächst auch, sag ich mal, der Geruchssinn. Dann könnt ihr dran reiben und also es ist wirklich unverwechselbar. Und gut, es wird natürlich auch so darauf hingewiesen, und das stimmt auch, wenn einer, sag ich jetzt mal, so ganz unsicher ist und an mehreren Blättern dann einfach, und er hat vorher schon, sag mal, am Bärlauchblatt, sag ich jetzt mal, dran rumgerubbelt und möchte wissen vielleicht, ob eine andere Pflanze jetzt auch noch Bärlauch ist, das funktioniert natürlich nicht. Also seid wirklich sicher, also guckt wirklich ganz genau, Wie wächst jetzt zum Beispiel das Blatt daraus? Ist es ein Blatt? Wie ist es von hinten, sage ich jetzt mal, beschaffen? Ne? An der Farbe, finde ich, das sieht man ja auch einfach. Dann auch die Blattstruktur. Also der Bärlauch hat so diese Eigenart. Ja, wie soll ich sagen? Also erstmal fühlt er sich weich an. Es ist relativ weich. Also es ist kein steifes, festes Blatt, sondern eher ein bisschen weicher. Und er wälzt sich so leicht so am Blattrand, könnte man sagen. Mein Tipp ist einfach, guckt euch wirklich, wenn ihr zum Beispiel sicher seid, das ist Bärlauch, guckt euch ihn genau an. Besucht ihn auch, sag ich jetzt mal, gerade natürlich im Frühjahr. Später zieht er sich ja wieder ein. Besucht ihn einfach öfter mal. Jede Woche vielleicht einmal oder so, und macht euch mit der Pflanze vertraut. Dann kann euch auch keine Verwechslung passieren. Was wichtig ist, ist natürlich auch, es kann zum Beispiel Maiglöckchen oder weiß ich was, kann, wie heißt der, Herbstzeitlose, kann ja jetzt mit in diesem, wenn, vor allem wenn die größer gewachsen ist, die Bärlauchpflanze, kann ja mit im Feld sein.
macht nicht den Fehler und geht her, jetzt sag mal, wie im Sensenverfahren, also einfach das Messer nehmen und dann einfach wild so abschneiden, soll man sowieso nicht machen, sondern von den Pflanzen möglichst eben dann nur ein Blatt oder je nachdem, wie groß sie dann ist, dann halt ernten. Weil es kann dann, sag ich jetzt mal, im Eifer des Gefechts eben dann doch, sag ich jetzt mal, eine andere Pflanze mit dabei sein, die man eben nicht haben möchte. Und weil später beim Waschen und so, ach ja, dann fällt einem das vielleicht auch nicht auf. Ja, und dann kann schon mal eher was passieren. Aber so, wenn man wirklich jetzt so achtsam damit umgeht, also wie gesagt, also ich hatte auch zu Anfang keine große Ahnung und mir ist trotzdem kein Fehler unterlaufen, weil ich eben achtsam bin und auch genau schaue, was ernte ich da und kenne ich die Pflanze wirklich genau. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, also wie gesagt, hier, das ist alles hier wirklich Bärlauch, aber jetzt zeige ich euch zum Beispiel mal eine Pflanze, und zwar ist das hier der gefleckte Aaronstab. Und wie ihr seht, ist die Pflanze zum Beispiel schon viel größer und es hat hier schon richtig, die hat ja hier schon wirklich fast, sag mal, fast ausgewachsene Blätter, der wird schon noch ein bisschen üppiger, aber ne, ihr seht, die Pflanze ist viel größer und sie kommt auch eher als der Bärlauch. Wenn der Bärlauch klitzeklein ist, dann ist dieser gefleckte Aaronstab, das konnte ich selber dieses Jahr feststellen und habe es aber auch noch mal im Internet gelesen, ist einfach dann doch schon ein Stückchen größer. Also der kommt immer dann doch wohl schon eher als der Bärlauch zum Beispiel. So, und ja, die Herbstzeitlose habe ich hier eben auch noch so gar nicht entdecken können, sonst würde ich euch auch gerne mal live das hier direkt zeigen, um einfach wirklich noch mal, ja, euch per Bild, per Video zu zeigen, worauf man dann wirklich achten kann. Aber leider kann ich euch das Beispiel nicht liefern. Guckt einfach auch noch mal im Internet nach, macht euch auch schlau. Aber wie gesagt, also diese Bärlauchpflanze, wenn man ein bisschen achtsam ist, wirklich noch mal dran riecht und so, dann kann einem eigentlich da keinen Fehler unterlaufen. Sie zu den Inhaltsstoffen. Ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Die Blätter, also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt schon, die Blätter glänzen nicht auf der Unterseite. Das Maiglöckchenblatt zum Beispiel glänzt auf der Unterseite. Die Blätter wellen leicht am Rand, die Blätter sind weich im Gegensatz zu den Blättern der Herbstzeitlosen. Genau, das habe ich ja schon alles eben erzählt. Genau, ach so, was noch wichtig ist zu erwähnen, den Bärlauch sollte man während der Blütezeit nicht mehr sammeln. Erstens schmecken die Blätter nicht mehr ganz so dolle und die Pflanze sollte sich ja auch erholen. Ne? Kommt ja auch noch so dazu. Dann, was wollte ich noch sagen? Ja, also zu den Inhaltsstoffen. Ich habe mir jetzt gar nicht so großartig viel dazu aufgeschrieben. Wie alle Wildpflanzen erhält es natürlich ein ganzes Spektrum an wichtigen Inhaltsstoffen, die wir benutzen können. Und was eben wirklich toll ist, ist wie dieser reinigende Effekt, haben fast auch alle Wildkräuter, also ich würde sagen alle Wildkräuter. Und er eignet sich eben auch dann logischerweise eben auch für eine Frühjahrskur. Und ja, tut euch einfach mal, macht euch einfach vielleicht mal ein Bärlauchpesto oder man kann ihn wunderbar in Salaten reintun oder überall da, wo ihr Knoblauch verwendet zum Beispiel. Sauerkraut mit Knoblauch zum Beispiel schmeckt auch super. Und oder in einen Wildkräutersalat ein paar Blätterchen rein oder morgens als Wurmkur. Parasitenkur ist ja im Moment in aller Munde. Morgens einfach ein paar Bärlauchblätter essen, das kann bestimmt auch nicht schaden. Ja, soweit erstmal und ja, ich würde sagen, das wäre es erstmal von dem Bärlauch und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Kräutervideo, eure Ursel, ciao und viel Spaß beim Sammeln und genießen, ciao.